Guten Abend. Die Industrie wird sich bemühen, die Verspätungen der Universitäten aufzuholen. Ich bin gebeten worden, jetzt über die Aktualität der Kaplan Dublin zu sprechen, über das Geschäft, wie es läuft. Ich habe Ihnen einige Fotos zusammengestellt von aktuellen Projekten und möchte auch einen Ausblick geben, ein bisschen über die Zukunft der Kaplan Dublin, wie wir uns das vorstellen. Ich spreche im Namen von Andritz. Andritz ist eine große Maschinenbaufirma. In Wirklichkeit sind wir ein Zusammenschluss von sehr vielen namhaften großen Turbinenherstellern. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen wie den VW-Konzern. Und da steht Porsche, Audi, VW, Skoda, Seat, alle drinnen. Und hier ist das gleiche, Escher Wyss. Ich komme aus dem Linzer-Bereich, VTech, Föst, Alpine, MT. Dann Elin, kennt ein braver Österreicher. Viele andere Firmen, einige schwedische Firmen, auch KMW sind da drinnen. Und wir firmieren heute unter dem Namen Andritz. Wir haben mit Viktor Kaplan zwei Beziehungen, eine gute und eine schlechte. Die schlechte ist, dass dieses Anti-Kaplan-Syndikat in den 20er Jahren die Firma Escher Wyss aus Zürich, die ist auch Teil des Andritz-Konzernes, war eine dieser Firmen. Die zweite Firma war die Firma Voith, auch St. Pölten und Deutschland-Beziehung. Die haben sich hier mit Kaplan ganz schön bekriegt und somit war das die Beziehung zwischen Andritz und Escher Wyss und Kaplan nicht so einfach. Auf der anderen Seite die Firma KMW. KMW, es wurde schon erwähnt, die erste große Kaplan-Turbine wurde von unseren schwedischen Kollegen geliefert. Damals hießen sie Karlstad Mechanics, der Werkstatt irgendwie, heute auch Andritz, und darauf das sind wir sehr stolz. Die Erfahrungen sind erwähnt worden, 100 Jahre, bei uns geht es 175 Jahre zurück, ebenfalls der Schweizer Bereich, Escher Wyss in Zürich. Ganz kurz noch zu Andritz, wer an den Zahlen, Fakten interessiert ist, ist eine ziemlich große Firma, ein Viertel des Konzerns arbeitet in der Wasserkraft, da sind wir 7000 Leute, Umsatzzahlen sind so grob 1,5 Milliarden Euro pro Jahr und ein netter Teil davon wird mit Kaplan-Turbinen erwirtschaftet. Wir sind nicht die einzigen auf der Welt, es gibt noch zwei andere große Konkurrenten, die Firma Voith und General Electric, also die sind auch aktiv. Wir sind vielleicht ein bisschen tiefer drinnen im Kaplan-Turbinen-Geschäft. Hier haben Sie schon gesehen vom Herrn Professor Jaberg diese berühmte Kaplan-Turbine Lila Edet. Das ist eine eindrucksvolle Maschine. Unglaublich, wie die gebaut worden ist und wie gut sie funktioniert hat. Und die Wirkungsgrade haben Sie gesehen, das war damals sensationell. Mittlerweile sind wir bei höheren Wirkungsgraden, geht an die 96%. Wir arbeiten daran, dass man an die 100 kommt. Aber es ist unglaublich, wie gut diese Maschine schon damals funktioniert hat. Wenn Sie wissen wollen, wie viel Prozent unseres Geschäfts mit Kaplan-Turbinen läuft, wir haben das analysiert. In den letzten 170 Jahren sind fast 5000 Kaplan-Maschinen gebaut worden aus den Firmen, die jetzt Andritz sind. Das entspricht ungefähr 24% unseres Turbinengeschäfts. Die wichtigste Maschine ist die Francis-Turbine. Professor Jaberg hat es erklärt, aber es ist die langweilige. Die spannende ist die Kaplan-Turbine. Allein heuer haben wir schon 7 Projekte bekommen, es sind 13 Maschinen. Also das ist ungebrochen die Beliebtheit dieser Maschinenart. Die zwei Bauformen, für uns ganz wichtig, die bisschen modernere ist die Rohrturbine. Im Prinzip ist es nichts anderes als eine Kaplan-Turbine, nur in horizontaler Anordnung. Das gibt leichte Einsparungen bei den Baukosten und geht bis zu einer gewissen Fallhöhe. Und die große, robuste Maschine ist die vertikale Kaplan-Turbine, genauso wie sie erfunden wurde, wird sie auch noch immer gebaut. Man sollte das nicht tun, aber jetzt muss ich ausnahmsweise mal was Privates mit was Dienstlichem verbinden, weil die Kaplan-Turbine hat auch in meinem Leben große Bedeutung. Ich stamme aus Mondsee und unser Nachbarhaus sehen Sie hier, die Villa Kramberger, die Familie Kramberger ist auch hier. Das war das Nachbarhaus meiner Großeltern und Eltern und das hat mich damals als kleines Kind schon wahnsinnig fasziniert, dass neben uns die Tochter eines großen Erfinders wohnt, der so berühmt ist, dass er auf der 1000-Schilling-Note drauf war. Und damals habe ich praktisch mit 5 Jahren beschlossen, dass ich auch Turbinenbauer werden will. Und sonst würde ich heute nicht hier stehen. Ganz rechts sehen Sie diese berühmte Kaplan-Turbine. Und meine zwei älteren Kinder sind inzwischen schon größer. Die größere studiert jetzt Architektur in Wien, wäre 20 Jahre alt, wollte aber heute nicht kommen. Das ist zu langweilig. Zum unseren Maschinen. Momentan ist es ein sehr wichtiges Produkt. Allein im letzten Jahr haben wir 3 ganz, ganz große Projekte fertiggestellt mit Kaplan-Turbinen. Die Maschinenleistung ist über 200 Megawatt dieser Maschinen. 4 in Kanada, ganz hoch im hohen Norden, 2 in Brasilien und 1 in Laos, Xaipuri. Und von dieser Maschine möchte ich dann einige Fotos zeigen. Das Kraftwerk ist letzte Woche eröffnet worden, ist riesengroß. Es sind 8 Maschinen mit 200 Megawatt. Wir haben zuerst gesagt, die größte in Österreich ist Aschach, das sind 80 Megawatt.
Also die Maschinen sind mehr als doppelt so groß und es sind doppelt so viele Stück. Also das sind Projekte, die sind deutlich größer als die Donau hier in Österreich. Wenn ich das Projekt Xaiburi erwähne, sehen Sie hier nochmal Xaiburi links, ein Maschinenschnitt. Zeichnungen sind die Sprache der Techniker. Rechts die berühmte Maschine Lila Edit. Und was man auf den ersten Blick sieht, wie unglaublich ähnlich diese zwei Maschinen sind. Wenn Sie zum Beispiel ein Telefon oder ein Flugzeug anschauen von 1926 und heute, ist ein Riesenunterschied. Ne? Wenn Sie diese Maschinen anschauen, auf den ersten Blick ist alles gleich. Ne? Und da sieht man, wie weit vorausblickend die Entwicklung von der Kaplan-Turbine war und immer noch ist. Trotzdem, die Innovation ist nicht vorbei. Es ist immer noch Fleisch und Knochen, ist noch nicht ganz abgenackt. Wir haben zum Beispiel heuer 2 Patente angemeldet für Kaplan-Turbinen. Da geht es um Teillaststabilisierung, dass man tiefer bei kleineren Leistungen fahren kann. Das ergibt sich aus den Notwendigkeiten der Energiewirtschaft. Aber trotzdem, die Verbesserungen sind nur Detail in den Kavitationsfestigkeiten, in der Teillaststabilisierung. Aber das Grundkonzept einer Kaplan-Turbine ist unverändert seit 100 Jahren. Das Projekt Xaiburi erwähnt, so sieht es aus. Das ist am Mekong in Südostasien ein Fluss, der geht durch 9 oder 10 Länder durch. Oberlauf geht durch Laos durch und da ist dieses Kraftwerk errichtet worden. Hier ein Foto von der Montage der Laufräder. Hier wird die Laufradkappe unten aufgesetzt auf das Laufrad oben. Das sind ganz spezielle Schaufelformen, um besonders fischfreundliche Turbinen zu ermöglichen. Das ist ein riesen FE-Aspekt bei der Entwicklung dieser Maschinen. Hier wird das Laufrad eingehoben in den Turbinenlaufradmantel. Das ist Millimeterarbeit. Das Laufrad hat zwar einen großen Durchmesser, trotzdem sind die Spalte oft nur wenige Zehntel Millimeter groß und das Ganze ist ziemlicher Präzisionsmaschinenbau. Für die Elektrotechnik im Saal noch ein paar Bilder vom Generator. Der Generator hat einen Durchmesser von knapp 15 Meter, das ist eine riesengroße Sache. Also wenn man da drinnen steht, das ist beeindruckend, wie groß das ist und das alles ist nur angetrieben von einer wunderschönen Kaplan-Turbine. Zweites Bild vom Generator und hier ein Blick in die Vormontagehalle. Es sind 8 Maschinen eingebaut in dieses Kraftwerk. Alle 8 müssen so schnell wie möglich hintereinander in Betrieb genommen werden. Jeder Tag zählt, jeder Tag ist viel Strom für den Kunden und da geht es ganz schön zu. Vielleicht sehen Sie die eine oder andere Person, haben Sie ein Gefühl, wie groß diese Sachen sind. Kommen wir nach Österreich. Auch hier gibt es einige ganz wichtige und berühmte Kaplan-Maschinen. Das Donaukraftwerk Ips war das erste, das nach dem Krieg errichtet worden ist. Ist durchaus bekannt auch in der österreichischen Industriegeschichte. Das sind wunderschöne Maschinen, 60 Jahre alt. Diese Maschinen sind jetzt überholt worden. Erfreulicherweise haben wir den Auftrag bekommen. Es ist unglaublich, ja, wie diese Maschinen gelaufen sind, 60 Jahre. Und wenn man die Maschine aushebt, die war dabei, als das alte Laufrad herausgehoben ist, das schaut im Prinzip aus eigentlich wie neu. Natürlich, der Wirkungsgrad von modernen Maschinen ist deutlich besser und es rächt sich für unsere Kunden, diese Laufräder zu tauschen. Trotzdem ist unglaublich, wie lange diese Maschinen halten. Wenn Sie ein Auto kaufen, sind Sie zufrieden mit 200.000 Kilometern? Dann kann man sagen, das Auto ist langsam kaputt. Wenn wir einfach rechnen, Sie fahren 100 km/h pro Stunde, dann sind es 2000 Stunden, wie ein Auto halten muss. 2000 Stunden sind 3 Monate. Diese Kaplan-Turbine in Ips, die hat 60 Jahre gehalten und ist eigentlich noch relativ gut beieinander. Hier ist das Laufrad Aschach, auch schon erwähnt worden, die größte Maschine in Österreich. Auch hier wurde die Maschine modernisiert. Wir sprechen immer von Megawatt, 85.000, aber Sie sehen auf diesem alten Foto, das kann man umrechnen, Autofahrergrößen, das sind 100.000 PS und das sind dann gleich 4 Maschinen und das sind schon riesengroße Leistungen, die im Prinzip die österreichische Elektrizitätswirtschaft stark unterstützt haben. Hier das neue Laufrad von Aschach, so sehen die jetzt aus, im Prinzip wieder die gleiche Message, sehr ähnliches Bild. Die Verbesserungen sind im Detail, das sind schönere Schaufelformen, aber das Prinzip der Maschine ist auch hier unverändert. Jetzt ein bisschen in die neue Welt. Was gibt es Neues bei den Kaplan-Turbinen? Wir haben eine größere Innovation gemacht. Anstatt wenigen großen Maschinen könnte man auch viele, viele kleine Maschinen machen. Wir nennen das Matrix-Turbine, haben das entwickelt und an einigen Projekten erfolgreich eingesetzt. Auch hier sieht man, im Prinzip ist die Idee des Victor Kaplan weiter trennen, verändert die industrielle Anwendung, ist ein bisschen anders. Der große Vorteil ist, die Baukosten könnten hier deutlich kleiner sein. Das rechnet sich für den Kunden, aber Sie sehen, der Knochen ist noch nicht abgenackt. Auch hier haben wir viele Patente angemeldet. Sie haben uns nicht viel genutzt in dem Fall. So, sprechen wir über die Zukunft.
Die Zukunft ist ein bisschen unklar. Die Frage ist, wie entwickelt sich die Weltwirtschaft weiter? Entweder so wie die Vorstellungen des Herrn rechts unten oder eher die Vorstellungen der Dame von rechts oben. Als Wasserturbinenhersteller hoffe ich stark auf rechts oben. Und wir haben uns einiges überlegt, wie wir diese Maschinen noch besser machen können, fit für die Zukunft. Die Vorteile sind bekannt, die technischen Vorteile sind unverändert, aber man kann sich überlegen, was in der Zukunft wichtig ist. Ganz wichtig ist, dass die Maschinen nicht nur Strom erzeugen, sondern auch ein sehr instabiles Elektrizitätsnetz stabilisieren müssen. Dazu eignen sich Wasserturbinen viel besser als Gas- und Dampfturbinen aus Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken, Kernkraftwerken. Und wir haben einige Forschungsanstrengungen in diese Richtung gesetzt, die Maschinen besser zu machen für Netzdienstleistungen. Dann ist noch ein wichtiges Thema, Wasserkraft muss umweltfreundlich sein. Auch hier haben wir einige Verbesserungen vorgenommen, um diese Maschinen den Erwartungen der heutigen Zeit anzupassen. Und zu guter Letzt, wir reden nicht nur von Laufkraftwerken, sondern eines Tages auch von Gezeitenkraftwerken. Hier habe ich Ihnen auch einige Bilder gezeigt, wo wir die Kaplan-Turbine in der Meeresenergietechnik bereits einsetzen. Kommen wir zu den Netzdienstleistungen. In früherer Zeit war es üblich, eine Durchflussregelung zu fahren an der Donau. Wenn es ein bisschen mehr regnet, kommt mehr Wasser, die Turbinen gehen auf, es kommt mehr Strom raus, dann hört es auf zu regnen, gibt das Wasser zurück, die Maschinen regeln zurück und so wird immer konstant der Durchfluss geregelt. Dann werden auch die Maschinen viel weniger oft verstellt, man muss das immer nur wieder anpassen, vielleicht einmal pro Minute, um jeweils den idealen Wirkungsgrad zu fahren. Mittlerweile ist es umgekehrt, die Einspeisung von Wind und Photovoltaik destabilisiert die Netze. Und die Kraftwerke konventioneller Bauart müssen das alles ausregeln. Das ist ein ziemlich gutes Geschäft für unsere Kunden mittlerweile, aber das bedeutet, dass die Maschinen permanent Lastwechseln ausgesetzt sind. Nicht jede Minute wird das Laufrad verstellt, sondern fast jede Sekunde. Und das ist ein Riesenunterschied für die Ermüdung der Maschinen. Sie kennen das, wenn Sie ein Draht abbrechen wollen, biegen Sie 10-mal hin und her, dann ist er ab. Und wenn man sagt, die Lebensdauer ist 50 Jahre und Sie verstellen die Maschine einmal pro Minute und Sie ändern das auf einmal pro Sekunde, dann sind wir nicht bei 50 Jahren, sondern bei einem Jahr. Das ist dann eindeutig noch in der Garantiefrist unserer Maschinen und das wollen wir natürlich nicht. Somit haben wir uns überlegt, wie wir diese Maschinen auf die neuen Netzdienstleistungen fit machen. Das ist durchaus möglich mit einer Menge von mechanischen Verbesserungen, Übergangsradien, bessere Konstruktion, anderer Betriebsart. Und eine ganz spannende Variante ist auch die Kombination der Kaplan-Turbine mit einer Batterie. Eine Batterie könnte viel schneller diese Netzdienstleistungen leisten. In Mikrosekunden kann die Batterie auf- und zuregeln. Turbinen brauchen immer ein paar Sekunden auf und ab. Und die Idee ist, dass man die schnellen Stellbewegungen mit den Batterien macht, die langsamen dann mit der Wasserturbine. Wobei langsam eine Sekunde ist nicht langsam. Also wenn Sie das für eine thermische Turbomaschine ansetzen, die braucht viel länger. Und das ist die Idee, wie wir in die Zukunft gehen wollen. Das hätte ziemlich große Vorteile in Zukunft für unsere Kunden. Sie könnten damit viel Verschleiß einsparen, weitere Netzdienstleistungen anbieten und man muss das System Batterie plus Wasserturbine optimieren. Das alles sollte in einem Regler sein und im Idealfall in unserem Hause bestellt werden. Richtung Umwelt sind zwei sehr wichtige Aspekte. Der eine ist das Ölfreimachen dieser Maschinen. Mitten in der Kaplan-Turbine in der Kaplan-Turbine, die Naben sind in der Vergangenheit immer Öl gefüllt worden. Das war notwendig, um die Maschinen zu schmieren, damit die Reibung, wenn man die Flügel verstellen wird, möglichst gering hält und sie auch gegen Korrosion und Wassereintritt zu schützen. Aber es ist ein bisschen ein Risiko, da tausende Liter Öl mitten im Flusswasser zu haben. Wenn irgendeine Schraube aufgeht, eine Dichtung aufgeht, könnte dieses Öl austreten. In Wirklichkeit passiert das nicht, aber es kann vorkommen und es ist darauf zu achten, das nicht zu machen. Somit ist die Idee, dieses Narbenöl durch Wasser zu ersetzen. Wenn Wasser austritt ins Flusswasser, tut es nichts. Und es ist aber relativ schwierig, weil dann natürlich die Verstellkräfte, die Reibungen, Korrosion, alles wird dann ein Thema. Und wir arbeiten daran, dass wir die Maschinen in diese Richtung umbauen. Viele Kunden, viele Länder fordern das bereits. Wir haben viele Projekte, vor allem in Skandinavien, Schottland, auch diese große Maschine Xayaburi, die ich Ihnen gezeigt habe, ist eine ölfreie Kaplan-Maschine, wo dieses Öl nicht mehr drinnen ist und die Gefahr eines Ölaustritts, was wir alle nicht wollen, verhindert ist. So schauen die Maschinen im Inneren aus.
Es sind mittlerweile über 100 solche Maschinen im Betrieb und es gibt eigentlich nichts, wofür man sich fürchten muss, obwohl jeder weiß, dass sich in 300 Jahren Maschinenbau ein Tropfen Öl an der richtigen Stelle durchaus bewährt hat. Aber mit modernen Materialien, speziellen Stählen kann man solche Maschinen bauen, auch ohne Ölschmierung. Nächstes Thema ist Fischfreundlichkeit. Es ist gut vorstellbar, wenn die Fische den Fluss runterschwimmen, sie müssen dann durch die Turbinen durch. Was passiert dann? Im Allgemeinen passiert nichts. Fische sind gute Schwimmer und können im Allgemeinen den Schaufeln und diesen Teilen ausweichen. Das stimmt natürlich nicht zu 100%. Und wir sind aufgefordert, die Maschinen so zu designen, dass im Fall einer Kollision mit einem Fisch möglichst wenig passiert. Man muss also vermeiden, dass irgendwelche Ritzen oder Spalten sind, wo sich Fische einklemmen kann. Man muss große Übergangsradien machen. Man nimmt auch einen Wirkungsgrad oder Leistungsverlust in Kauf, um die Maschinen fischfreundlich zu gestalten. Rechts unten sehen Sie so ein Beispiel. Wir gestalten dann die Schaufeln völlig anders als bei normalen Maschinen, die rein auf Leistung optimiert sind. Und in manchen Werken ist das sehr wichtig. Mittlerweile haben aber fast alle Kraftwerke der Welt Fischaufstiegshilfen. Das heißt, die Fische können, die gescheiten Fische, wenn sie wollen, außen um das Kraftwerk herumschwimmen. Zum Beispiel bei diesem Projekt Xaiburi, das Sie gesehen haben, sind die Baukosten für die Fischaufstiegshilfen sind größer als die gesamten Investitionen in die elektrischen Maschinen, also unseren Auftragswert. Also die geben über 300 Millionen Euro aus, um das Kraftwerk fischfreundlich zu machen. Ist aber notwendig und eine richtige Maßnahme. Und die wenigen Fische, die dann trotzdem durch die Turbine durchgehen, ja, da schauen wir, dass wir das so designen, dass das möglichst geringe Schäden auslöst. Das Problem ist, die Fischarten sind so unterschiedlich. Ne? Wenn wir über einen Aal sprechen, hat das völlig andere Designanforderungen, weil Aale schwimmen anders als zum Beispiel junge Lachse. Das ist ein Riesenthema in Nordamerika. Ne? Das alles erfordert wieder ein neues Design, neue Art von Berechnungen. Da gibt es eigene Normen, um in diese Richtung zu arbeiten und die Kaplan-Turbinen fischfreundlich zu machen. Kommen wir jetzt zu den Gezeitenkraftwerken. Ich habe das angedeutet, man kann das nicht nur für Laufkraftwerke verwenden, sondern auch in Gezeitenkraftwerken. Das haben wir erfolgreich gemacht. Ein Projekt Shiva in Südkorea ist vor einigen Jahren in Betrieb gegangen und hier sind auch 10 Kaplan-Rohrturbinen eingesetzt worden. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder aus der Bauzeit. So schaut es aus, mitten im Meer in Südkorea, direkt unter dem Flughafen. Hier das Betonieren der Saugrohre war eine riesengroße Baustelle. So schaut die Maschine auch so aus. Auch hier ein riesengroßes Korrosionsthema. Salzwasser und Stahl vertragen sich nicht gut. Da muss man sich was einfallen lassen, dass die Teile nicht korrodieren und verrosten. So schaut das Laufrad aus. Sie sehen da diesen Kathodenschutz, der Korrosion der Maschinen verhindert. Das sind ganz spezielle, seewasserbeständige, rostfreie Stähle. Ziemlich teure Sache. Und die Anlage ist seit längerer Zeit in Betrieb und dürfte eine ziemliche Cash-Cow für unsere Kunden sein. Es gibt auch andere Anwendungen. Man kann die Energie nicht über Pegeldifferenz in Staubecken erzeugen, sondern auch aus der Strömung entnehmen. Ident wie die Windturbinen, die Sie sicher alle kennen. Auch hier sind wir in dieses Geschäftsfeld eingestiegen. Wir haben einige Prototypen von Unterwasserturbinen gebaut, die sich einfach so drehen. Ganz einfach wie ein Windrad, nur einfach unter Wasser, 50 Meter unter Wasser. Mit dem kleinen Nachteil, dass die Montagekosten horrend groß sind. Allein die Schiffe, die sich hier chartern müssen, um das Ding reinzuheben, das kostet 100.000 Pfund am Tag, ohne Mannschaft, ohne Treibstoffe. Also du musst die Turbine dann schon ganz schön brav arbeiten, dass sie dieses Geld wieder zurückverdient. Trotzdem, wir haben ein Projekt gewonnen. Die ersten Maschinen sind seit 2 Jahren in Betrieb. Das Ganze ist an der Nordküste von Schottland. Die Strömungsgeschwindigkeiten sind dort riesengroß. Die Donau zum Beispiel hat in den freien Fließstrecken ungefähr 8 km/h oder 2 Meter pro Sekunde. Die Strömungsgeschwindigkeit an der Nordküste von Schottland ist bis zu 4 Meter pro Sekunde. Also da strömt es gewaltig ums Eck und diese Maschinen sind in der Lage, daraus erneuerbare Energiestrom zu erzeugen. Hier sehen Sie ein paar Bilder aus der Montagephase. Alles anders als in einem Normalkraftwerk. Leider kein Krafthauskran. Leider in der Nähe und diese Dinge zu montieren. Sie sehen das, das ist jetzt sogar wenig Tide, aber die Strömung allein während der Montagephase ist schon ziemlich groß. So schauen die Maschinen aus und wenn Sie jetzt genau auf das Laufrad schauen, mit verstellbaren Flügeln, Sie haben es zuerst gesehen beim Professor Jaberg, das schaut unheimlich ähnlich aus zur Patentschrift von Viktor Kaplan 1913. Wenn Sie auf die Schaufelformen schauen, die Sie hier sehen, in Wirklichkeit in der Wasserkraft bauen wir die nicht mehr so, aber bei den Gezeitenströmungsmaschinen, die schauen absolut ident aus, wie damals 1913 gezeichnet und entworfen.
Und auch hier das gleiche Prinzip, der hohe Wirkungsgrad kommt von der Verstellung der Schaufeln. Und wenn Sie mir erlauben, gehen wir einen Schritt weiter, ja, dann gilt das auch für alle Windturbinen. Aus meiner Sicht eines Ingenieurs sind alle Windturbinen, sind Kaplanturbinen. Damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende und ich bin überzeugt, dass die Kaplanturbine auch in den nächsten 100 Jahren einen ziemlich großen Beitrag zur Energiewirtschaft und zur erneuerbaren Energie leisten wird. Danke sehr.